Servus zusammen, bin mal wieder auf dem Weg zum Laberhoch. Ich habe mir jetzt sogar mal die Songkarte gegönnt, obwohl ich ja noch nie gestartet bin hier. Ziemlich mutig, aber heute bin ich mal guter Dinge, dass es klappt. Ich glaube, ich war erst 3-4 Mal oben zu Fuß, einmal mit der Bahn. Und ja, irgendwie hat es bis jetzt immer nie geklappt, sei es das Wetter. So, für den ersten Versuch ging es natürlich wieder in alter Hike-and-Fly-Manier nach oben. Habe mich dann hier für den Weg über den Säulersee entschieden. Einfach mal als Abwechslung. Die Startenköpfe bin ich schon so oft gegangen. Einfach ein paar Eindrücke beim Weg nach oben. Die große Wiese und dann der Säulersee. Steilt sich noch ein bisschen an am Schluss. Kurz vorm Gipfel. War wunderbar. Ein Blick schon Richtung Zugspitze auf der Höhe. Und ja, dann ist man auch schon oben am Laber. Sind die letzten Meter zum Gipfel. Da ist auch die Bergstation zu sehen. Nochmal ein kurzer Überblick vom Laber, Startplatz und hinten im Hintergrund links die Notkarspitze, in welche Richtung ich dann auch heute geflogen bin. Zweiter Start. Geht richtig krass hoch. Schon überhöht. Weil so weit war ich heute schon mal. Hier ist echt ekelhaft. Also für mich ganz schön sonnig hier. Oberammergau unter mir. Drehen wir mal Richtung Ettal. Unter mir der Laber, die Schattenköpfe.
geht's hoch und runter. Dann wird's wieder schlecht. Nein, ich jetzt wieder so schön schräg hoch. Wie gerade eben die ganze Zeit. Das war echt angenehm. Zum Murnauer Moos. Bin auf 2300. Ich habe mir das als. Eigentlich könnte ich schon zur Lotka rüberfliegen, glaube ich zumindest. Vielleicht mit 2,4, 2,5 besser. Eieiei. Das finde ich, glaube ich, richtig rausgefallen. Aber ich wollte eigentlich zum Ettaler Mandel fliegen. Das ist jetzt da vor mir, unter mir. Eieiei. Vielleicht auch nicht. Ganz schön turbulent hier. Lasse ich, hier ist ekelhaft. Da unten ist es. Ganz schön zappelig hier, ey. Okay, ich versuch's jetzt einfach mal. Ich fliege es einfach rüber. Mega Aussicht, Zugspitze! Lotka, ich komme! Hoffentlich wird es keine Außenlandung! Das Tal habe ich jetzt fast geschafft, habe noch 1900. Ich habe nur echt keine Ahnung, mit wie viel ich ankommen müsste. Aber wenn ich jetzt für den Ausland, dann ist es verkackt. Und ja, Ziel ist eigentlich jetzt bis dahin, ein bisschen aufdrehen und dann wieder zurückfliegen. Mal schauen, ob es da irgendwo hochgeht. Ja, hier zippelt es schon ein bisschen. Völlig unbekanntes Terrain hier. Hier drüben ist die Lotka-Spitze. Weiterhin über die Kreuzspitze. Das ist hier leichter Steig. Dreh mal ein, weil ich glaube, das lohnt sich noch nicht. Ah ja, ich
so taste ich mich daran. Wäre schön, es wäre noch jemand da, aber selbst ist der Mann. Nur noch 1800. Vielleicht trete ich hier doch die Rückreise an. Der Ochsensitz sein. Ja. Ja. Hier rechts, links das Kreuz meine ich, der Ochsensitz. Aber hier geht es jetzt nur bergab. Zur Notcar schaffe ich es heute wohl nimmer. Da hinten ist übrigens mein Landeplatz. Hab da auch starke Zweifel, dass ich das noch schaffe. Hier, Scheiße! Aber zur Notkarspitze schaue ich noch mal kurz rüber zumindest. Mega! Und dann hauen wir wieder ab. Damit habe ich den Flug wahrscheinlich auch versenkt. Vermute ich. Tschüss Notkar, ich komme wieder. Aber nicht heute. Wieder viele Kim. Okay, Leute, ich hab's verkackt. Ich komme gegen den Talwind hier nicht an. Und ich sauf nur noch ab. Ich müsste noch da über die Häuser drüber, aber das wird nichts. Schau mal. Man sieht die große Wiese da im Ort. Und da dahinter kommt noch so eine kleine Hausreihe. Da wäre eigentlich der Landeplatz der offizielle, aber mit dem Talwind, da war ich zu stark. Desto weiter ich runterkam, desto mehr habe ich es gemerkt. Und ja, ich habe da unten auch schon einen gesehen, hier in dieser, nach den einzelnen Bäumen, da liegt sogar ein Schirm. Da ist auch ein Flugkollege quasi schon eingelandet. Und das war auch so das, was ich mir rausgesucht habe, weil weiter vorn waren dann die Bäume zu eng. Und ja, dachte ich, okay, über den Ort schaffe ich es nicht mehr. Also werde ich da auch unten einladen. Und dann fast vergessen, die Kamera wieder anzumachen. Letzte Sekunde nochmal drauf gedrückt beim Landeanflug, dass ich da noch was drauf habe. Ja, stehe ich auf der wunderschönen Blumenwiese. Ja, da habe ich es wohl bereut, mein erstes Abenteuer. Drüben soll es lang gehen und jetzt stehe ich hier auf der Wiesen. Eieiei, wenn das mal nicht Ärger gibt. Aber ich habe es echt nicht mehr geschafft, bevor ich da dann irgendwo auf den Dächern lande. Lieber hier und kam eh kaum noch vorwärts. Wahnsinn. Echt krass, cooles Erlebnis auf jeden Fall.